Ein windiges, aber trotzdem sehr schönes Wochenende ist wieder viel zu schnell zu Ende gegangen. Aber der erste Arbeitstag der neuen Woche ist ja schon geschafft und dann verläuft der Rest der Woche auch ohne Probleme. Und wir steigen jetzt ein in eine neue Woche mit Nachrichten und Berichten aus unserer Region und für unsere Region. Heute ist Montag, der 14. März 2022 und hier ist Megional, Ihre tägliche Dosis Information bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie unsere Sendung eingeschaltet haben. Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Jeder, der zu DDR-Zeiten die Schule besuchte, kam an dem Lied nicht vorbei. Das Lied der Jungpioniere wurde es auch genannt, 1948 komponiert und getextet von der damals in Nordhausen lebenden Kindergärtnerin Erika Schirmer. Heute ist dieses Lied aktueller denn je und wurde auch am Freitag in Olbernhau gesungen und vom Glockenspiel vorgetragen. Passend dazu ließ man Tauben aufsteigen, als ein Zeichen, dass Krieg keine Lösung ist. Frank Langer, bitte. Vom Glockenspiel des neuen MVZs in Olbernhau ertönte am Freitag die kleine weiße Friedenstaube und im Rittergut waren Kerzen zu einem Friedenszeichen zusammengestellt worden. Eine Mahnwache wurde ausgeschrieben. Leider waren es nicht so viele Teilnehmer wie erhofft. 50 Olbernhauer und aus den umliegenden Orten waren erschienen. Die da waren, waren die richtigen. Natürlich hätten es mehr sein können, das hatten wir uns auch erhofft, aber Freitagabend, Wetter, was auch immer die Menschen abgehalten hat. Vielleicht sehen Sie jetzt den Bericht und arbeiten ansonsten dann in unserer Partnerschaft für Demokratie mit, die das Ganze hier initiiert hat. Da wären wir auch schon ganz zufrieden. Das soll aber auch keine Eintagsfliege sein, es wird ja eventuell Wiederholung ja geben müssen, oder? Das Beste wäre natürlich, wenn wir schnell wieder Frieden hätten in Europa und bräuchten es nicht nochmal machen. Wir haben jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ob wir das wiederholen oder vielleicht mal eine andere Art und Weise des Protestes oder der Mahnwache wählen. Das wird sich zeigen. Nach dem Entsenden der Tauben wurde auch das Lied der kleinen weißen Friedenstaube angestimmt. Unter den Teilnehmern auch Olbernhaus Bürgermeister Heinz-Peter Haustein. Ja, wir haben Krieg in Europa und das ist ganz, ganz schlimm, dass dieser Herr Putin, statt nach Olbernhau zu kommen, auf dem Hammer zu reiten, Krieg anfängt. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes. Auch die Menschen tun mir leid, die jetzt auf der Flucht sind. Wir werden sie aufnehmen hier in der Stadt, hier in unserem Land, wo es nur irgendwie geht. Und deshalb, dieser Friede ist so wichtig, dass man nicht so einfach vorbeigehen kann, wenn Krieg ist. Wir haben es als zu selbstverständlich hingenommen. Und ganz ehrlich, Weihnachten hieß es immer Friede auf Erden. Das ist so vorbeigesagt worden, das hat keiner verinnerlicht. Der Friede ist das Wichtigste. Ohne Friede können wir alles andere vergessen. Und deshalb dieses kleine Zeichen in unserer Stadt. Wie sehen Sie die nächsten Wochen und Stunden in dieser quasi kritischen Zeit? Ja, ich bin wie immer Optimist, weiß aber auch, dass es auf Messerschneide steht und auch aus diesem Krieg ein großer Krieg werden kann. Und natürlich, wir hoffen und beten, dass das nicht passiert und dass der Krieg da drüben beendet wird, dass Putin zur Vernunft kommt, einen Friedensvertrag unterschreibt. Natürlich, es ist ganz wichtig, dass wir hier für Frieden einfach mal aufstehen. Es ist eher eine sehr komische, merkwürdige Luft in der gesamten Welt. Wir haben Corona, eine Pandemie, jetzt gerade vielleicht hinter uns oder kurz vor uns. Wir stehen jetzt hier irgendwo am Rande eines dritten Weltkrieges. Man hat Zukunftsängste. Wenn wir an eine Tankstelle gucken, dann kriegen wir Sorgen, dass wir auch nächste Woche oder nächsten Monat unsere Familien genügend ernähren können. Also insgesamt eine Gemengelage, wo einem erstmal mulmig wird. Definitiv. Also wir müssen auf jeden Fall den Frieden wiederherstellen. Wie stark das von Olbernhau beeinflussbar ist,
Ist sicherlich nicht einfach. Ich glaube, die Hilfe humanitär vor Ort für Flüchtlinge, Frauen und Kinder ist das, was wir handeln können. Ansonsten einfach eine bittere und ganz schlimme Situation, die eigentlich gar nicht hätte eintreten dürfen. Also Frieden unbedingt. Ich denke, Olbernhau steht für die ganze Welt heute. Hier sind wir alle einer Meinung. Gegen dass ein Mensch diese ganze Welt so beherrscht, ist für mich unvorstellbar. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Na, ich sehe es wirklich schwierig. Ich bin von der Arbeit her in einem Discounter, sehe, wie die Menschen darauf reagieren. Sie sind geschockt, decken sich ein, als wäre der Krieg kurz vor uns. Es ist weit weg, aber doch nicht so weit. Olbernhau möchte ein Zeichen setzen. Olbernhau setzt ein Zeichen. Es ist eine sehr wichtige Aktion. Leider, warum auch immer, zu wenig Menschen hier. Vielleicht gibt es eine Wiederholung, dass noch mal ein paar dazukommen. Ich selbst bin im Frieden aufgewachsen, wie so viele andere auch. Man hat das vielleicht im Rückblick jetzt als Selbstverständlichkeit aufgenommen, was es nicht ist. Der Frieden braucht aktive Arbeit und Mitwirkung. Die Menschen, die heute hier gewesen sind oder noch sind, wollen sich aktiv für den Frieden mit einsetzen. Ich hoffe, es werden noch mehr. Ein akustisches und optisches Zeichen setzten die Olbernhauer am Abend des 11. März 2022. Eine schöne Aktion in der Stadt der Sieben Täler. Und wir bleiben noch beim Thema. Die Hilfsbereitschaft unter der Bevölkerung ist sehr groß. Wir haben darüber ja auch berichtet. Das Landratsamt Erzgebirgskreis hat nun informiert, dass in den nächsten Tagen mit ersten Zuweisungen von Flüchtlingen aus der Ukraine an den Erzgebirgskreis zu rechnen ist, die sich derzeit noch in den zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen befinden. Die Zahlen zu den dann täglich zu erwartenden Zuweisungen variieren noch. Die Landkreisverwaltung geht aber von bis zu 70 Personen pro Tag aus, die dann in Quartieren im Erzgebirgskreis unterzubringen sind. Vor diesem Hintergrund laufen im Landratsamt weiter intensive Vorbereitungen zur Aufnahme und Unterbringung der ankommenden Menschen. Dabei kann der Landkreis auf eine breite Unterstützung durch die Städte und Gemeinden des Erzgebirgskreises zählen. Das Hauptaugenmerk liegt derzeit vor allem auf der Bereitstellung von ausreichend und möglichst bezugsfertigem Wohnraum. Im nächsten Schritt werden auch unmöblierte Unterkünfte wie Wohnungen oder größere Gebäude gefragt sein, die gegebenenfalls auch als Notunterkünfte fungieren können. Daher appelliert die Landkreisverwaltung an alle privaten, gewerblichen oder kommunalen Anbieter, Wohnraum an den Erzgebirgskreis zu melden oder direkt den Aufrufen in den Wohnorten zu folgen. Alle wichtigen Informationen rund um die Ukraine-Hilfe im Landkreis finden Sie auf einer entsprechenden Themenseite auf der Homepage des Erzgebirgskreises unter www.erzgebirgskreis.de/ukraine-hilfe. Und schon sind wir in unserem Serviceblock angekommen, liebe Zuschauer. Das Lokalwetter wartet gleich auf Sie. Einen Blick in die Polizeiakten, den brauchen wir heute nicht zu werfen, denn bis zum Redaktionsschluss hat uns die Polizei nichts Nennenswertes für unsere Region übermittelt. Und das ist uns natürlich das Liebste. Aber ich habe noch einen Einkaufstipp für Sie. Denn ab morgen findet in Marienberg auf dem Markt wieder der reguläre Wochenmarkt statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet wie immer ein saisonal angepasstes, vielfältiges Angebot. Und ob morgen Händler und Kunden auf dem Markt ohne Regenschirm auskommen, das schauen wir uns jetzt im Glück auf TV-Wetter an. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer. Ist das nicht ein schöner Sonnenuntergang, den Yvonne aufgenommen hat und uns weitergeleitet? Vielen Dank dafür. Solch einen erleben wir in den nächsten Tagen nicht gleich wieder, denn das schöne Wetter pausiert erst einmal. Donnerbell ist schuld, dass Bewegung in die Luftmassen gekommen ist. Und das zeigte sich heute schon am zunehmend bewölkten Himmel im Tagesverlauf. Und mit einem solchen gehen wir auch in den Abend und in die Nacht.
Die Wolkendichte nimmt im Laufe der zweiten Nachthälfte auch noch mal zu. Die ein oder anderen fallenden Regentropfen will ich ebenfalls nicht ausschließen. Die Nachttemperaturen bleiben moderat. In Olbernhau auf dem Markt liegen wir bei +4 bis +1 Grad. In Marienberg am Gymnasium lesen wir Tiefstwerte von +4 bis 0 Grad ab. Und in Schopau am Schloss Wildeck, da übernachten die Thermometer bei +6 bis +1 Grad. Ein schwacher Südostwind weht uns um die Nase mit maximal 10 Kilometer pro Stunde. Am Dienstag ist der Himmel über unserer Region überwiegend dicht bewölkt. Die Sonne ist fast nicht zu sehen. Am Abend und in der Nacht zum Mittwoch gesellt sich dann auch leichter Regen dazu. Die Tagestemperaturen legen im Vergleich zu den Vortagen ein ganzes Stück zu und liegen beispielsweise in Neuhausen am Nussknackermuseum zwischen 4 und 7 Grad. Im Marienberger Ortsteil Gebirge klettert das Thermometer auf Werte zwischen 3 und 5 Grad über Null. Und in Hohndorf lesen wir Werte zwischen 3 und 12 Grad im Maximum ab. Der Wind weht dabei leicht aus Südosten bis maximal 11 Kilometer pro Stunde. Der Ausblick auf die Tage darauf, der sieht wie folgt aus. Auch am Mittwoch dominieren anfangs noch die dicken Wolken, aus denen es in der ersten Tageshälfte auch leicht regnen kann. Zum Abend hin lockern dann die Wolken auf. Und mit Glück erhaschen wir noch den ein oder anderen Sonnenstrahl der untergehenden Sonne. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 10 Grad im Maximum im Norden unseres Sendegebietes. Der Wind wechselt mal die Richtungen von Nordwest über Nord nach Nordost und weht dabei leicht zwischen 6 und 13 Kilometer pro Stunde. Am Donnerstag übernimmt dann die Sonne wieder das Regiment im Wettergeschehen und schickt ihre Strahlen von morgens bis abends direkt auf die Erde. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad. Der Wind nimmt die gewohnte Südostlage wieder ein und weht mit einer schwachen Brise bis 16 Kilometer pro Stunde. Aber der böhmische Wind, der schickt uns Böen bis über 40 Kilometer pro Stunde über den Erzgebirgskamm. Und die weiteren Tage dann auch, die sehen auch recht freundlich aus. Ein größerer Wetterwechsel ist erst einmal nicht in Sicht. So viel für heute vom Glück auf TV-Wetter. Liebe Zuschauer, das war der Wochenauftakt bei Megional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet auf unserer Homepage unter den Adressen www.mef-lein.de oder www.glückauf.tv. Dort finden Sie Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Und wenn Sie schöne Fotos oder kurze Videos, beispielsweise vom aufblühenden Frühling im Erzgebirge, aufgenommen haben, dann lassen Sie uns diese gern für die Bilder des Tages oder der Woche zukommen. Mailen Sie uns diese in Ihrer besten Auflösung im fernsehtauglichen Querformat an folgende Adresse: fotos@glück-auf.tv. Und mit Bildern des Tages verabschiede ich mich für heute. Wünsche Ihnen einen schönen Abend, später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie's gut. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Survive.